Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video und danke sehr fürs Einschalten. Heute zeige ich euch die Monatsfavoriten des Monats Februar. Ich habe ein paar neue Sachen, ein paar alte Sachen, aber ich möchte euch auf jeden Fall zeigen, was ich diesen Monat am meisten geliebt habe. Als allererstes beginne ich direkt mit einem Lip Liner und zwar mit dem, den ich drauf habe. Ich habe jetzt nur den Lip Liner drauf und ich finde, das ist eine super schöne braune Farbe und habe ich super gerne diesen Monat getragen. Das ist ein Lip Liner von Essence in der Nummer 05, Lovely Frappuccino. Und der ist super toll, kostet wirklich nicht viel, hat eine super tolle Farbe, auch für den Alltag und auch jetzt ist es ja total modern. Und auch jetzt für die heutige Zeit, wo Braun doch so angesagt ist auf den Lippen, finde ich das eine sehr schöne, finde ich, ist das eine sehr schöne Variante, anstatt sich gleich einen ganz teuren Lippenstift zu kaufen. Also wie gesagt, das ist eine meiner Favoriten. Wer aber ein bisschen mehr ausgeben möchte und natürlich auch ein bisschen mehr von der Qualität haben möchte, der sollte sich unbedingt den MAC Whirl anschaffen. Der ist Hammer, ich habe den gekauft und ich bin einfach absolut begeistert. Das ist ein super toller brauner Ton. Habe ich beim letzten Make-up-Tutorial auch drauf. Kann ich euch gerne unten in der Infobox verlinken. Könnt ihr mal schauen, wie der aussieht, auf den Lippen aufgetragen. Super coole Farbe, mit einem Graustich, sieht super stylisch aus und ist auch ein Favorit von ganz vielen, deswegen ist er eigentlich meistens ausverkauft. Aber wenn ich den irgendwo finde, dann verlinke ich euch auch den. Was ich diesen Monat wieder neu entdeckt habe, obwohl ich das schon eine längere Zeit habe, ist ein Augenbrauen-Filler, Eyebrow-Filler, Perfecting and Shaping Gel von Catrice. Das gibt ganz toll Farbe ab und morgens, wenn ich keine Zeit habe und alles sehr schnell gehen muss, habe ich da keine Lust noch mit dem Augenbrauenstift und dann noch mit einem Gel drüber, sondern ich mache einfach nur noch dieses Gel drauf und es funktioniert wunderbar. Die Farbe ist vielleicht mir ein Ticken zu dunkel, aber weil mein Ansatz gerade wunderschön rauswächst, passt es doch ganz gut und sieht nicht so furchtbar aus. Das Teil ist wunderbar. Ich gehe nur damit über die Augenbrauen und es ist perfekt. Ich habe genug Farbe auf den Augenbrauen und auch die Form ist sehr gut. Dann habe ich einen Favorit. Ich glaube, das habe ich euch nicht nur einmal gezeigt. Das ist ein Concealer von Manhattan. Der Wake Up Concealer in der Farbe 001 Naturell. Und kann sein, dass ich den schon öfters gezeigt habe, aber ich muss es einfach nochmal tun, weil es ist der beste Concealer, den ich bisher ausprobiert habe und ich habe viele Concealer schon ausprobiert. Vielleicht nicht aus dem High-End-Bereich, aber aus dem Drogeriebereich auf jeden Fall. Ich habe jeden Trend mal ausprobiert, aber diesen hatte ich einfach bei mir schon gehabt und ich weiß gar nicht, wann ich den geholt habe oder ob ich den irgendwo mal geschenkt gekriegt habe, aber das ist definitiv der beste Concealer für mich. Ich habe eine leichte, ölige T-Zone und lässt sich super verblenden, hält super gut und sammelt sich auch nicht in den Fältchen und rutscht nicht. Und also wirklich ein ganz, ganz toller Concealer, kann ich euch nur weiterempfehlen. Als nächstes habe ich zwei Foundations für euch und die beiden sind einfach super. Vor allem diese L'Oreal Infectable 24 Stunden Matte Foundation, die habe ich auch euch schon ziemlich oft gezeigt, aber ich habe sie jetzt auch gerade wieder drauf in Verbindung mit der Catrice All Matte Foundation und die beiden zusammen funktionieren einfach wunderbar. Immer wenn ich ein bisschen mehr Deckkraft haben will und ich liebe matte Foundations, weil ich eben eine leichte ölige T-Zone auch habe, funktioniert eine matte Foundation super für mich. Die ist ein bisschen zu dunkel, die ist ein bisschen zu hell, deshalb ist die Kombination einfach perfekt. Und auch das Auftragen ist wunderbar, die Deckkraft ist super, die Haltbarkeit ist echt toll. Und deswegen aus dem Bereich Drogerie sind das absolut meine Favoriten, ich glaube, von überhaupt. Und wenn ihr auch eine Mischhaut habt, dann empfehle ich euch absolut, eine von denen mal auszuprobieren, wobei ich die noch um Ticken besser finde. Und bevor das Make-up draufkommt, wenn ich ein bisschen stärkeres Make-up haben möchte, wenn ich Alltags-Make-up drauf mache, dann benutze ich eigentlich ziemlich selten ein Primer. Aber wie gesagt, wenn ich so ein bisschen mehr drauf habe, auch möchte, dass es länger gut hält, dann benutze ich immer ein Primer und ich habe hier einen ganz neuen entdeckt. Ich habe noch in meinem Haul erzählt, mal sehen, ob das in die Favoriten schafft. Hat es geschafft, es ist super. Es ist ein Aftershave Balm von Nivea Men und einige werden sich wundern und werden sagen, was? Ich schmiere mir sicher nicht so ein Zeug ins Gesicht. Aber ich sag euch, das funktioniert super. Der Geruch ist natürlich krass männlich erstmal, aber wenn man das aufträgt auf der Haut,
schön einmassiert, dann wird es irgendwann so ein bisschen fester. Und wenn man das Make-up dann drauf macht, dann ist es so wie, als ob es klebt. Und es hält und es hilft wirklich. Und ich habe das jetzt auch gerade unter meiner Foundation und ich rieche gar nichts. Also ich merke nichts davon. Nur mein Make-up hält länger und deswegen ist es ein super Geheimtipp und Trick. Und vielen Dank an Niki Tutorials, dass sie mit uns sowas geteilt hat. Und dann habe ich auch einen neuen Nagellack. Und zwar einen von Trended Up. Das ist eine Hausmarke vom DM. Und der Name, beziehungsweise die Nummer ist jetzt 200. Das ist so ein cooler, dunkel-lilaner Ton. Und den habe ich getragen in einem Video. Und zwar in meinem letzten Drogerie-Haul. Kann ich euch gerne auch unten in der Infobox verlinken. Einige haben auch danach gefragt. Deswegen, ja, hat mir super gefallen. Hat sehr gut und schön auf den Nägeln gehalten. Super deckend. Braucht man wirklich nur eine Schicht. Wenn man natürlich mehr will, kann man auch zwei Schichten machen, klar. Aber ja, super cool. Sieht auch super stylisch aus. Hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen auch ein Favorit in diesem Monat. Und noch ein Produkt, ein letztes Produkt aus dem Bereich dekorative Kosmetik. Habe ich hier eine Lidschattenpalette. Habe ich diesen Monat ungelogen fast täglich benutzt, weil die Farben hier drin einfach Bombe sind. Das ist eine Palette von Zoeva, die Cocoa Blend Palette. Und ich glaube, das ist eigentlich meine Lieblingspalette von Zoeva bisher. Und die Farben sind einfach so cool. So cool. Wirklich, ich mag die so sehr, weil die sind nicht so teuer. Die Qualität ist Bombe. Die Palette sieht so cool aus. Hat hier so einen Magnetverschluss. Kann man super schön mitnehmen, weil sie wirklich sehr leicht ist, sehr schön flach. Und die Farben sind Hammer, ja. Von Gold bis zu Schwarz, Lila, ein Rotton, auch was Mattes, was Glänzendes. In der Palette ist wirklich alles dabei und wenn ich jetzt auf Reise gehen würde, dann würde ich vielleicht einfach nur die mitnehmen und dann hätte ich schon alles dabei. Ich liebe diese Palette, ich liebe alle Paletten von Zoeva, aber diese war in diesem Monat absolut eine, die nach der ich am meisten gegriffen habe. Und dann kommen wir noch ein bisschen zur Hautpflege. In diesem Monat, muss ich sagen, hat sich meine Haut wirklich gebessert. Es kann sein, ich weiß nicht genau, woran das lag, aber ich war jetzt eine Woche krank, leider mit Grippe, und ich habe mich nicht geschminkt, ich habe nichts gemacht. Ich habe mein Gesicht nur gereinigt, aber ich habe das auch nicht mehr eingecremt, weil ich wollte mal ausprobieren, vielleicht liegt es daran. Vielleicht ist auch einfach meine Haut alles zu viel, alles, was ich drauf mache. Und meine Unreinheiten sind wirklich weggegangen. Ich weiß nicht, ob ich mich auch vielleicht anders ernährt habe oder so. Ich habe jetzt auch erfahren, habe mir sagen lassen, dass man nicht zu viel Obst essen darf. Aber ich liebe Obst. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Obst ich eigentlich normalerweise esse. Ich habe mich auch im Urlaub gewundert, als ich in Mexiko war, warum ich so eine schlechte Haut bekommen habe. Aber es war einfach, ich habe so viel Obst gegessen. Ich meine, dieses Obst, das es dort gibt, was bei uns nicht gibt, wie soll man denn das nicht essen? Ich könnte eigentlich nur von Obst leben. Ich liebe es. Und dann wurde mir gesagt, dass das Obst, vor allem wenn man es am Abend isst, dass es im Körper kippt und wie Alkohol auf den Körper wirkt, also auch auf die Haut. Und ich habe immer gesagt, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht und alles. Und dabei habe ich gar nicht verstanden und nicht gewusst, dass aber ich trotzdem in meinem Körper Alkohol habe und das war natürlich für mich ein vollkommener Schock und deswegen habe ich jetzt versuche ich weniger Obst zu essen und wenn dann eher so in der Mittagszeit und am Abend nicht und kann sein, dass es sich deshalb auch positiv auf meine Haut ausgewirkt hat, vielleicht auch, weil ich jetzt ganze Pflegeprodukte ausgelassen habe, außer zwei und das sind diese und zwar zum einen das Garnier Micellenreinigungswasser, das benutze ich einfach vor dem Schlafen und auch am Morgen. Da gebe ich einfach nur auf mein Wattepad und gehe nochmal drauf und dann gehen wirklich die Reste ab. Weil wenn ich mich abschminke, meistens mit so einem Schaum oder so, dann denke ich, okay, es ist alles ab. Und dann gehe ich nochmal mit einem Wattepad und diesem Micellenwasser drüber und dann ist immer noch irgendwas dran. Deswegen ist es so ein Nummer sicher gehen Schritt. Und ja, auch wenn ich mich nicht geschminkt habe, habe ich trotzdem mein Gesicht abends und morgens nochmal damit gereinigt. Und das hat mir sehr gut getan. Und was auch sehr gut war, ist dieses Thermalwasser von Avène, das habe ich auch euch in meinem Drogerie-Haul gezeigt. Das Zeug ist super. Ich kann euch nicht wirklich sagen, was das genau macht. Ich weiß, dass es meine Haut super toll beruhigt. Also wenn ich mein Gesicht komplett gereinigt habe, alles bevor ich es eincreme, wenn ich es eincreme, dann mache ich einfach nur dieses Thermalwasser drauf. Und erstens mal ist es super angenehm, wenn es sich auf die Haut legt. Dann wirkt es auch sehr schnell ein und es fühlt sich einfach so schön pflegend, beruhigend an. Und
Auch eine schöne Vorbereitung, wenn ihr danach eine Creme auftragt. Und auch meine Hautunreinheiten, die sind mir irgendwie so fast wie weggetrocknet. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, keine Ahnung. Aber das gefällt mir super gut und das gehört jetzt zu meiner Abendroutine. Ich mache das jeden Abend. Ich weiß nicht, ob es vielleicht zu viel ist oder unnötig, braucht man nicht, aber für mich funktioniert das super und wie gesagt, in dieser Woche, in der ich krank war, habe ich nur diese zwei Pflegeprodukte benutzt und meine Haut ging es echt gut. Und jetzt gerade als Feuchtigkeitspflege probiere ich was Neues aus, was ganz anderes. Und ich habe das jetzt zwei Abende gemacht und meine Haut fühlt sich so gut an wie noch nie. Und ich werde das jetzt mal den ganzen März ausprobieren und dann werde ich das euch mal unbedingt zeigen, wenn es so gut bleibt. Und wenn ich aber, meine Hautunreinheiten waren natürlich nicht sofort weg, sondern im Laufe der Woche wurde das besser. Und auf die Stellen, wo ich noch was habe, wo ich noch was hatte, habe ich dieses Akne-Gel aufgetragen, das ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt habe. Und mich freut das so sehr. Mir haben einige Mädels geschrieben: Danke, Olesja, nach deinem Tipp, nachdem du das Akne-Gel gezeigt hast, habe ich es ausprobiert und endlich hat mir mal was geholfen. Es freut mich super doll. Und für mich war das auch so. Also, ich habe das dann noch über Nacht auf die Stellen aufgetragen, wo ich noch ein paar Hautunreinheiten hatte. Also nicht großflächig auftragen, weil es trocknet die Haut und zieht der Haut richtig Feuchtigkeit und dieses ganze Zeug aus. Deswegen wirklich nur auf die Stellen auftragen, wo ihr eine Hautunreinheit habt, sogar vielleicht eine entzündete oder so. Und ich habe jetzt das heißt Cordis BPO. Das habe ich jetzt in 3%. Es gibt verschiedene Intensitätsstärken. Ich habe jetzt nicht so, ich habe ja nicht wirklich Akne, ja, Gott sei Dank. Deswegen brauche ich jetzt nicht irgendwie 15% oder sowas. Deswegen reicht bei mir 3%, wunderbar. Und ja, das habe ich auf die Stellen aufgetragen, über Nacht draufgelassen. Und insgesamt, nach diesen drei Produkten, ging es meiner Haut einfach besser. Manchmal ist weniger auch einfach mehr. Auch wenn es jetzt drei Sachen sind, aber trotzdem, ich habe gemerkt, dass ich mich vollkommen verrannt habe, auch in den ganzen Pflegesachen, weil ich so auf der Suche war, unbedingt meine Haut schön bekommen wollte, habe ich so viel ausprobiert und so viel gleichzeitig und ich glaube, meine Haut war einfach überfordert. Und dann habe ich noch zwei Sachen, weil ich eben krank war und mal Zeit hatte für mein Leben. Ich meine, ich habe eigentlich nur auf der Couch gelegen die ganze Zeit, ich konnte einfach nichts. Aber ich hatte endlich mal Zeit, schön Serien zu schauen, ja? Sonst gibt es ja nie Zeit dafür. Und ich muss sie euch gleich zeigen, weil ich sie so liebe. Zum einen ist das die Serie New Girl. Ich habe hier geschaut die vierte Staffel. Ich will jetzt unbedingt die fünfte mal schauen, weil die gibt es ja auch schon. Diese Serie, ich liebe sie. Ich habe vor Lachen geheult. Ob ich alleine zu Hause war oder auch mit meinem Mann, der hat immer so nebenbei geguckt und irgendwann hat er aktiv mit mir gleichzeitig geguckt, weil es echt Spaß macht, die Serie zu schauen. Es ist super lustig und der Humor ist einfach 100% mein Humor. Und ich meine, das läuft auch im Fernsehen, aber natürlich mit 1000 Werbungen zwischendurch und immer nur eine oder zwei Folgen am Stück. Und hier, wie gesagt, habe ich es richtig gesuchtet, habe mich hingesetzt und in 2 Tagen so ungefähr die ganze Staffel geguckt. Und ich liebe es. Wer von euch auf lustige Serien steht und das noch nicht guckt, guckt das bitte unbedingt. Und welche Serie ich auch neu angefangen habe zu schauen, ist Pretty Little Liars. Wahrscheinlich werden jetzt manche von euch sich die Augen verdrehen, das ist ja auch bei ihr angekommen. Ich habe schon länger davon gehört, aber ich habe, wie gesagt, einfach nie Zeit dafür gefunden. Und hier habe ich geschaut, die zweite Staffel. Die erste, muss ich sagen, fand ich so lala. Das war so ganz oft, wo ich mir gedacht habe, ja genau, alles klar. Und dann bei der zweiten Staffel wurde es aber schon ein bisschen spannender. Und jetzt bin ich gespannt auf die dritte. Und am liebsten gucke ich die Sachen wirklich auf DVD, weil sowas, ich meine, das gibt es auch auf Six im Fernsehen. Aber wenn man das auf DVD hat, dann ist man einfach freier, so wie wenn man YouTube schaut, ja. Man muss nicht warten, bis endlich Mittwoch ist oder so, sondern man schaut es, wenn man Lust hat. Da ist keine Werbung dazwischen und es ist einfach super. Und überhaupt, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was ist mit dem deutschen Fernsehen passiert. Jetzt gerade heute ist Sonntag und ich weiß, früher, wo ich jünger war, gab es so viele coole Teenie- und Kinderfilme. Und jetzt gucke ich, gibt es nur noch so Harz-Sendungen. Warum? Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich finde, Fernsehen schauen wird irgendwie immer unerträglicher und immer niveauloser. Nicht alles, ganz ehrlich, nicht alles, aber irgendwie ist es total schade und überhaupt kein Wunder, dass YouTube immer populärer wird. Aber ja,
So, das war's. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Eigentlich fast nach jedem Favoritenvideo, wenn ich es schneide, denke ich mir, Mann, das habe ich vergessen. Aber gut, das wären auf jeden Fall meine Favoriten für den Monat Februar. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich danke euch auch fürs Liken und Abonnieren. Ich freue mich auf euch, wenn ihr vorbeischaut, auch auf Instagram, Facebook und Snapchat seit neuestem. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao!